Revolutionary, we bring you what you need. You need a change. You need a change every day. It's like the same old thing. It's out of whack. Musicians left with nothing to say. All right, open your eyes. Clench your fist. Also, ich bin eigentlich sehr religiös und glaube auch an den Islam. Wie sieht das aus? So. Also bei uns ist das halt so, dass man immer beten muss, eigentlich auch Kopftuch tragen muss. Es hat halt so bestimmte Teile, ja. Das Schönste ist, dass man immer mit der Familie ist und alles immer gemeinsam macht, essen, beten und alles. Und wir haben halt auch bestimmte Feste, Zuckerfest und alles. Und dann ist immer die Familie zusammen. Also ich kenne eigentlich alles, weil wir in der Schule selber Religionsunterricht kriegen über Jesus und alles. Jetzt die Geschichte mit Jesus und dem Kreuz und alles, das wissen wir halt natürlich. Also, dass sie halt Samstag sich arbeiten sollten und dass sie dann bestimmte Essenzeiten und was sie essen und alles. Muslime sind oder Christen sind oder Juden, gell? Der Urvater war der Abraham, die sage Ibrahim. Ich, was ich verantworte, ehrlich muss man sagen, ich höre das im Radio jeden Tag, Deutschlandfunk. Ah ja, was kann ich von dem Judentum? Ah ja, das ist halt Jesus von Juden abstammt. Und die Christen übernommen haben. Das hat man ja in wie soll ich sagen, Religionsunterricht gelernt. Die Christen gibt so viel Untersorte, bei den Juden gibt es so viel Untersorte und bei den Mohammedanern. Bei den Dings gibt es auch Unterordnungen. Die Leute, die damit glauben, der Teufel hat viele Gesichter. Gell? Gott ist der Inbegriff der Natur und seine Kräfte. Und das leuchtet mir an. Also ich bin gläubige Christin, ich bin katholisch, ja. Also ich lebe die Religion schon aus. Ich glaube an Gott und bete regelmäßig, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Sonntag in die Kirche gehe. Ich finde es eigentlich schön an Ostern, wie man das so zelebriert, die ganzen Feiern, Weihnachten und halt die Gemeinschaft, die Familie und alles, was so zusammenhält. In anderen Kulturen ist das ja auch so, aber katholisch ist auch schön, finde ich. Wie alle Religionen sollten sich gegenseitig respektieren. Die Katholiken, die Moslems, die Katholiken. Und ich finde irgendwie manchmal, ich weiß jetzt nicht auf Anhieb, wie ich mich ausdrücken soll, spaltet das irgendwie so eine Kluft. Das macht irgendwie auch Krieg. Ja, leider. Ist schade. Also, um genau zu sein, kenne ich mich beim Judentum jetzt gar nicht so aus. A revolution, Chef Tech, a revolutionary. We bring you what you need. You need a change. You need a change every day. It's like the same old thing. It's out of whack. Musicians left with nothing to say. All right, open your eyes. Clench your fist, hold it up.